Hallo Holzfreunde! Heute baue ich eine sehr nützliche Vorrichtung für meine Oberfräse, die ihr ganz bestimmt auch gebrauchen könnt. Zuerst messe ich mir den Schraubenabstand von meinem Fräskorb aus. Das sind bei mir 56 mm. Diesen übertrage ich mir jetzt auf meine Restholzplatte. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr da habt. Ich habe hier 12 mm Multiplex. Auf den beiden angezeichneten Linien zeichne ich mir jetzt 4 Bohrungen an in einen Abstand von 2 cm. Wie ihr später sehen könnt, habe ich den Abstand nochmal um 1 cm verlängert, also 3 cm. In der Mitte zwischen den beiden Linien zeichne ich mir noch eine Bohrposition an für den Fosnerbohrer. Den Durchmesser, den ihr bohrt, ist eigentlich egal. Die Schraubengröße am Oberfräsenkorb zur Befestigung der Platte ist bei mir M4. Also bohre ich die 4 angezeichneten Bohrungen mit einem 4 mm Bohrer. Nun verbinde ich die beiden Bohrungen auf einer Linie und fräse ein Langloch. Das mache ich auf beiden Seiten. Anschließend fräse ich mittig zum Langloch nochmal eine Vertiefung mit einem 10 mm Fräser, damit die Schraube darin gut läuft. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt noch das überflüssige Material anzeichnen und absägen. Dabei kommt es gar nicht auf die Winkligkeit an. Die vordere Kante sollte nur einigermaßen gerade sein. Jetzt können wir die Vorrichtung auf den Fräskorb aufschrauben und auf den Fräser ausrichten. Dadurch, dass diese verschiebbar ist, kann jeder Fräserdurchmesser eingestellt werden. Die Aufnahme sollte jetzt so eingestellt sein, dass der Durchmesser bündig mit der Außenkante der Aufnahme ist. Nun alles schön festschrauben und dann kann es auch schon losgehen mit dem Fräsen.
Mit dieser Vorrichtung kannst du jetzt genau auf dem Anriss entlang fräsen. Nimm dir dazu einfach ein Stück Restholz als Schiene und spanne es dir auf dem Anriss. Jetzt einfach an deiner Schiene entlang fräsen. Dein Anriss ist jetzt immer deine Fräskante. Egal welchen Durchmesser an Fräser du benutzt. Alle Geraden, die man anzeichnen kann, kann man dann auch fräsen. Ein lästiges Umrechnen vom Korbdurchmesser bis zum Mittelpunkt des Fräsers entfällt. Wenn du noch mehr Videos von mir sehen möchtest und mich unterstützen möchtest, abonniere meinen Kanal und gib mir ein Like.